113 Tage ist es her, da begann im schwedischen Östersund diese Saison und nun kommt alles zu einem Ende. 298 Wettkampfkilometer haben einige der Damen in den Beinen, sind also einmal Hannover-Düsseldorf auf Langlaufskiern gelaufen. 12,5 müssen sie noch die letzten Kilometer für einige auf der letzten Rille. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer im Biathlonstadion von Hanti-Mansijsk, auch von hier oben vom Reporterplatz. Und wir können vielleicht mal einen Blick werfen auf diese 2,5-Kilometer-Runde, die jetzt gleich gelaufen wird hinter dem Schießstand. Also geht es hinauf, den ersten Anstieg und dann vorbei am Athletendorf. Linker Hand praktisch hier für die Athleten, kurze Wege. Kommt dieser erste Teil, dieser flüssige Teil, wo hauptsächlich in der 1-1er-Technik gelaufen wird. Zum höchsten Punkt 114 Meter über dem Meeresspiegel. Dann hinein in die lange Abfahrt, da wird es kalt. Einige haben sich ihre Skischuhe an den Spitzen mit Tape beklebt, damit sie keine kalten Füße bekommen. Und dann vielleicht die Schlüsselstelle. Dieser Anstieg dann Richtung Schießstand, da kann man möglicherweise immer eine Attacke setzen. Nicht die schwerste Runde vielleicht, aber eine, die ständiges Arbeiten am Anschlag erfordert. Und dann geht es Richtung Schießstand. Viermal wird heute geschossen. Nach den ersten beiden Runden jeweils im Liegendanschlag, dann zweimal jeweils im Stehendanschlag. Und dann nach der fünften Runde ist die Saison vorbei und der letzte Sieger bzw. die letzte Siegerin bei den Frauen steht fest. Daria Domracheva mit der Nummer 2. Weltmeisterin in dieser Disziplin im Massenstart geworden bei den Titelkämpfen in Novo Mesto. Und Tora Berger, eben schon von Michael Antwerpes angesprochen, die herausragende Athletin dieses Winters. Am Start sind die besten 25 aus der Weltcup-Gesamtwertung und dazu die 5-Punkt-Besten aus dieser Woche aus Sprint und Verfolgung. Und so kommt es dazu, dass wir 5 Deutsche dabei haben, nämlich Andrea Henkel mit der 3, Miriam Gössner mit der 9 und Nadine Horchler mit der Nummer 24 als Direktqualifizierte. Und dazu Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand mit der Nummer 26 und 28 als Lucky Loser nachgerückt ins Feld der 30 Besten. 30 Sportlerinnen aus 14 Ländern. Und jetzt sind es noch etwa 40 Minuten, bis der letzte Vorhang fällt für diese Frauen. Starten aus einer kleinen Nische im Wald hinein ins Stadion, umrunden einmal das Stadion. Der Startbereich für Sprint und Verfolgung ist nicht groß genug für dieses Synchronstartrennen. Und dann geht es zum ersten Mal hinaus auf die Runde. Olga Saitseva aus Russland hat sich hier an die Spitze gesetzt vor heimischem Publikum. Dort mittendrin Gössner, Dahlmeier, Henkel zu dritt, wie gestern. Und etwas weiter hinten Nadine Horchler mit der blauen Mütze und dahinter Franziska Hildebrand zu sehen. Das ist Olga Saitseva mit der Nummer 10. Links daneben die Ukrainerin Olena Pidruzhna, Startnummer 8. Und auf der rechten Seite, da kam schon Miriam Gössner und machte dort einige Plätze gut mit der Nummer 9 zu sehen. Es ist nicht ganz unwichtig, sich hier ein wenig weiter vorne zu platzieren. Es staut sich immer so ein wenig auf. Rechts jetzt an vierter Position Gössner. Und da Tora Berger. Die morgen 32 Jahre alt wird. Rückblick auf den Start, die ersten 30 Meter
im Doppelstockschub. Ups, Daria Domracheva mit der 2 ist da nicht so richtig gut weggekommen. Ein bisschen in Rücklage geraten. Und da mittendrin das Paket der drei Deutschen, die heute sicherlich die größten Aussichten haben. Ja, und jetzt ist Miriam Gössner nach vorn gegangen auf der Brücke. Jetzt sind sie eben in diesem Bereich hinter dem Athletendorf. Haus 4, da wohnen die Deutschen. Noch eine Nacht. Morgen dann geht's mit einem Charterflieger zurück nach München. Erste Runde natürlich noch ein wenig von Abtasten geprägt. Miriam Gössner geht jetzt ganz nach vorn, dahinter Tsukalova. Gelegenheit für mich, ein paar Fragen zu beantworten. Wir kriegen immer wieder Zuschauerfragen. Unter www.sportschau.de können Sie uns Fragen stellen. Da hat zum Beispiel Hartmut Reulicke die Frage gestellt, darf man im Biathlon auch klassisch langlaufen? Ist das prinzipiell erlaubt? Es ist erlaubt. Nach Regel 7.1.1 sind alle Lauftechniken gestattet. Aber es macht natürlich eigentlich keinen Sinn, denn man wäre klassisch natürlich deutlich langsamer. Und das führt zur Frage von Kai Jung. Er möchte wissen, mit was für einer Durchschnittsgeschwindigkeit sind die Biathleten unterwegs. Die Frauen so mit 6 Metern pro Sekunde im Schnitt. Im Flachlauf können das aber auch mal 8 Meter pro Sekunde werden. Das sind dann so knapp 30 km/h. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, sportschau.de. Dort können Sie auch mitdiskutieren über den Wintersport im Ersten. Und da hat Tiril Eckhoff kurz den Kniefall im sibirischen Schnee geübt. Ja, die Athleten wohnen gemeinsam in diesen Häusern dort oben. Sie werden dort gemeinsam verpflegt. Und man versteht sich gut. Am Ruhetag vorgestern haben die deutschen Frauen gemeinsam mit Amerikanerinnen, Französinnen, einer Schweizerin einen Ausflug gemacht hier in den Mammutpark von Chanty-Mansijsk. Prähistorische Tiere werden dort ausgestellt. Saurier, Nacktmullen, Elche, Echsen angesehen. Und jetzt kämpfen sie hier gegeneinander auf der Strecke. Hier nochmal der Sturz von Tiril Eckhoff. Die war hier vor einem Jahr 7. im Massenstart. Ihr bestes Ergebnis bis vor 2 Wochen Oslo, Platz 6. 22 Jahre alt erst, die Norwegerin. Großes Talent dieser Biathlon-Nation. Jetzt sausen sie hin zu diesem Anstieg. Zurück ins Stadion. Vorne Olga Viluchina. Gestern 2. in der Verfolgung. Mäkeräinen, Gössner. Tora Berger immer noch hält sich etwas versteckt hinten auf Platz 13. Laura Dahlmeier 16., Franziska Hildebrand 20., Nadine Horchler auf Position 28 am Ende des Feldes. Aber hier in der ersten Runde zu überziehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und gerade Tora Berger ist ja eine Meisterin darin, sich ein Rennen einzuteilen. Andere wie Miriam Gössner oder auch Daria Domracheva, diese Rennpferde, haben da größere Probleme, die kennen nur 1 Vollgas. Auch Kasa Mäkeräinen gehört zu dieser Kategorie. Laura Dahlmeier trotz ihrer erst 19 Jahre auch in dieser Hinsicht schon sehr, sehr erfahren, was die Renneinteilung angeht. Und jetzt wird's voll an der berühmtesten Schießbude Sibiriens. 150 Schuss werden jetzt gleich abgefeuert, getragen von der Hoffnung auf sportlichen Erfolg.
in diesem prestigeträchtigen Saisonfinalrennen beobachten der Windbedingungen. Hat sich etwas verändert im Vergleich zu vor dem Rennen? Wenn ja, was, wie muss ich reagieren? Einordnen an der Schießbahn, die der Startnummer entspricht. Dann den Unterstützungsgurt am Schießriemen, am Oberarm befestigen. Den Anschlag finden, die Atmung beruhigen. All das in den letzten Monaten automatisiert. Aber jetzt muss es trotzdem wieder bewusst ablaufen, um die Konzentration zu halten. Und Viluchina hat schon dreimal getroffen, schon viermal, schon fünfmal. Die will das Ding hier von vorne wegschaukeln, Pavel Rostovtsev. Das habe ich aber selten gesehen, dass sich eine bei einem Massenstart beim ersten Schießen schon so absetzt. Henkel mit einem Fehler, Gössner mit drei Fehlern. Zaitseva 0, Semerenko 0, Miriam Gössner 4 Strafrunden, Henkel 1, Domracheva 0. Dahlmeier 0, Heuchler 1. Aber was hat denn Olga Viluchina hier gemacht? 13,4 Sekunden. Ich glaube, das gab es überhaupt noch nie nach einem ersten Schießen bei einem Massenstart. 17,6 Sekunden dahinter Berger. Und jetzt kommt die erste Deutsche, Laura Dahlmeier, auf Position 12. 24,7 Sekunden beträgt ihr Rückstand. Domracheva 32,1. Und da kommt Andrea Henkel aus der Stadt.